Ich habe den Night Raider in den Galaxy umgewandelt und werde euch jetzt das Ergebnis zeigen, dass ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, auch habt. Das ist der Skin. Oh mein Gott, gönnt ihn euch, Leute, gönnt ihn euch. Und um euch zu beweisen, dass ich ein bisschen mehr Ahnung habe als die Leute, die hier einen Download-Link reinpacken und warum ihr hier mein Tutorial benutzen solltet, ich habe hier noch zwei andere Skins. Einmal Kriegsbemalung in ein Skulltrooper gemacht und die rosige Anführerin in Renegade Raiderin. Und dann habe ich noch ein Jetpack Backbling. Oh, das ist auch ein Rettet die Welt Backbling. Und der Jetpack ist der hier. Deshalb würde ich euch empfehlen, dieses Video zu gucken und jetzt viel Spaß mit dem Tutorial. Moin Leute, was geht? Ich werde euch heute zeigen, wie ihr den Galaxy Skin bekommt, ohne eine Datei von 1 GB oder so runterzuladen. Ich finde, dass es schwachsinnig ist. Viele Leute haben halt einfach keine Ahnung davon und tun deshalb einfach einen Download-Link reinpacken, was vollkommener Schwachsinn ist. Als erstes müsst ihr HXD downloaden. Ich habe auch ein anderes Video hochgeladen, wo ihr einen anderen Custom Skin erstellen könnt. Auf jeden Fall bleiben wir jetzt mal hier beim Galaxy Skin. Geht dann auf Datei, öffnen. Pack Chunk 0 Windows Client Pack. Klickt auf Öffnen, Suchen und Ersetzen. Dann packe ich euch hier einen Link rein. Das kann hier weg. Ich habe das auch schon gestern gehabt, diesen Skin. So, und dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt hauen die Leute hier das Video raus. Und dann denke ich mir schon, ja, schon wow. Auf jeden Fall geht ihr dann einfach hier auf die Seite. Ich packe euch den Link rein. Wir überlegen, vorgestern ist rausgekommen. Ich habe es gestern gemacht und heute. Naja, tut dann diesen Link. Also hier, geht auf den Link, geht dann, tut das hier kopieren, das hier einfügen, ersetzen durch das. So, ups, jetzt habe ich schon Fehler gemacht. Sorry, Leute. Ihr geht auf Hexwerte, kopiert das, fügt es oben ein. Da das eine Bemalung ist von dem Skin und ersetzt sie durch den Galaxy Skin Bemalung. Dann tut ihr das, klickt ihr hier auf alle und also ich zeige es euch jetzt. Ich packe das hier einmal rein. Ich will es jetzt nicht machen, da ich sonst nochmal machen. Das ja und dann klickt ihr hier auf alles ersetzen. Mehr ist nicht. So, dann geht es zu, dann müsst ihr es nochmal neu öffnen oder es bleibt auf bei euch. Keine Ahnung, wie es bei euch ist. Dann nehmt ihr das, kopiert das. Rein und das kopiert ihr auch, macht es auch rein. Das macht ihr dann das da und das da und das da und dann seid ihr schon fertig. Jetzt zeige ich es euch noch in einem Video und mehr ist dann eigentlich auch nicht. So Leute, jetzt nachdem ihr alles so gemacht habt, wie ich es euch gesagt habe, müsste der Skin eigentlich da sein. So. Ich habe den Night Raider in den Galaxy umgewandelt und werde euch jetzt das Ergebnis zeigen, dass ihr, wenn ihr alles richtig gemacht habt, auch habt. Das ist der Skin. Oh mein Gott, gönnt ihn euch, Leute, gönnt ihn euch. Und um euch zu beweisen, dass ich ein bisschen mehr Ahnung habe als die Leute, die hier einen Download-Link reinpacken und warum ihr hier mein Tutorial benutzen solltet, ich habe hier noch zwei andere Skins. Einmal Kriegsbemalung in ein Skulltrooper gemacht und die rosige Anführerin in Renegade Raiderin. Und dann habe ich noch ein Jetpack Backbling. Oh, das ist auch ein Rettet die Welt Backbling. Und der Jetpack ist der hier. Deshalb würde ich euch empfehlen, dieses Video zu gucken und jetzt viel Spaß mit dem Tutorial.